Auf damit, Mann! Alter, jetzt reicht's, Alter, wirklich! Ey, ich sterbe gleich, auf damit! Stu. So fühlt sich Freiheit an. Freunde, die Rettungsaktion für Stu ist natürlich weiter in Planung. Wir haben jetzt heute herausgefunden, dass Danergy eigentlich gar nichts dafür kann, denn der Arme befolgt nur die Regeln der ganzen YouTuber-Insel. Stu hingegen ist natürlich in seinem Gefängnis, aber ihm geht's gut. Er ist nicht traurig, er sitzt seine Strafe ab und denkt sich, okay, dann bin ich hier, dann ziehe ich mein Ding durch. Was ich natürlich sehr, sehr stark finde. Trotzdem ist sein Bruder für ihn da und versucht alles, um ihn zu retten. Und Freunde, was in dieser Folge passiert, ist wieder heftig, denn das ist im Livestream passiert. Und ich muss euch sagen, das müsst ihr euch einfach geben, Freunde, es ist zu krass. Gönnt auf Ehre ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, let's go! Ja? Gilt das immer noch, dass ich gebannt werde, wenn ich ausbreche? Weil ich habe eventuell Möglichkeiten, um hier auszubrechen. Naja. Oh mein Gott, du hast recht, Milcheimer. Aber ich habe kein Eisen mit. Oh, aber ich habe Lava. Ey, die Kuh. Du bist so gut, Kuh, ich liebe dich. Dankeschön, danke. Du bist die geilste Kuh ever, ich schwöre, danke. Endlich, ja, jetzt lass mich raus. Aber du hast mich ja an dem Tag trotzdem getötet. Ja, weil du mich provoziert hast. Und deswegen will ich heute deine Loyalität testen. Bro, willst du mich verarschen? Du hast 106 Tode. Als ob das jetzt so schlimm ist, dass ich dich... Ich sag dir ehrlich, hättest du ein oder zwei Tode, würde ich verstehen, dass du dich darüber aufregst. Weil ich reg mich dann safe darüber auf, wenn ich gekillt werden sollte. Verstehe ich, aber... Das heißt doch nicht, dass man mich einfach weiterhin töten kann. Ja, aber woher sollte ich wissen, dass plötzlich alle anfangen, hier dieses System so ernst zu nehmen? Wusste ich ja nicht. Ja, Stu, das musst du halt mal, ne? Das ist ein anderes Projekt. Ich war noch irgendwie gefühlt in Minecraft-Helden von der Thematik. Ich weiß, du hast noch so eine Minecraft-Helden-Vibes, aber das ist ja gar nicht mehr so. Es ist was ganz anderes hier, Bro. Ja, Mann, ich muss irgendwas Schlaueres machen. Einfach ist ja an sich auch cool, dass alle sich so an die Regeln halten, aber das könnt ihr doch nicht einfach... Außerhalb von, was weiß ich, das stand ja nicht in meinem Discord und keine Ahnung was. Und plötzlich erfahre ich so, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ich bin seit 4 Tagen im Gefängnis, geil. Wie geht's denn, heute? Bro, ich kann von Glück reden, dass die Zuschauer das feiern, dass ich hier im Knast bin, so. So. Hä, ist doch voll geil, Alter, wir reden jeden Tag zusammen. Hey, Bro, guck mal. Ich verstehe dich, Bro, und ich weiß, guck mal, ich kassiere sogar tausende Hassnachrichten, ja? Ich kassiere hier überall Kommentare, aber nein, Leute, du siehst einfach wie... Bitte nicht beleidigen. Guck mal, ich weiß... ich hab dich sogar vorhin gelobt. Ich hab gesagt, ist ja an sich cool, dass Leute wie du zum Beispiel das so ernst nehmen und denken, dass das halt alles real ist. An sich ist das ja cool, das macht ja für uns das alles spannender. Und deshalb bitte niemanden beleidigen, egal ja. Was ist. Ich so, mach das Bro, ja wegen Minecraft, den Regeln. Ich hasse dich in Minecraft, aber im echten Leben würde ich dich umarmen, Digga. Ich dich auch, aber ich muss diesen Regeln nachgehen, Bro. Und wenn wir das so nicht machen... Dann ergeben, dass du zum Mond fliegst. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Nix. Okay, ich... So, jetzt reicht's, Jo. Jetzt reicht's. Was hab ich getan? Milch. Nee, jetzt reicht's. Warte. Wie du holst Milch? Das hat mein Vater auch gesagt. Dann kam er nie wieder. Was? Milch. Sion, was geht? Oh, ich bin hier. Alles gut bei dir? Ja, ich bin da, ich bin genau da. Kian, pass auf, dass du nicht. Wo ist meine Kuh hin? Jemand hat meine Kuh getötet! Wer hat meine Kuh getötet? Hallo? 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 Wer hat meine Kuh getötet? Ich war das. Ich habe Bogenschuss gemacht, ne? Mein Bogenschuss kam plötzlich hier raus und dann hat er auf einmal 90-Grad-Wendung nach rechts gemacht und ist dann zur Kuh geflogen. Alter! Plan! Was? Habe ich keine Milch, um dich hier rauszu... Ach, du wolltest mich raus? Was mache ich jetzt? Plan! Ich habe keine Ahnung! Ja, sehr nice. Dann geh meine Kuh. Bro, holen. Warte, ich bin gleich wieder da. Geh! Hä? Hallo? Was? Hier ist irgendjemand. Labert der da? Hast du gesehen, Leute? Stu, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Bro, ich werde dich rausholen, okay? Wir schaffen das. Die Frage ist, wie? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie müssen wir irgendwas machen. Bro, ich kann hier raus. Unter mir ist alles frei. Ach so. Aber Max und MBK haben bestätigt. Blackjack sogar. Blackjack. Blackjack ist der Neutralste überhaupt. Wenn er sogar sagt, dass man gebannt werden kann, dann muss das ja stimmen. Und ich habe jetzt meine eigene Theorie entwickelt. Es gibt ja diese Art Rebellion, ne? Ja. Ich weiß nicht, womit du oder wirklich, ob du da auch irgendwie. Bro, ich gehöre auch zu denen. Ich gehöre auch zu denen. So, das Ding ist, ihr macht ja eure eigenen Gesetze. Und ich glaube, wenn man dann quasi gefangen genommen wird und dann zum Beispiel jetzt bei mir in dem Fall, dass ich jetzt von den Leuten oberhalb gefangen genommen wurde, muss ich auch so, deren Gesetze und Regeln hören. Stu, alles gut bei dir? Ich rede gerade mit meiner Community, du? Mit deiner Community, okay. Ja. Leute, ich kann mit Boot, geht ja nicht. Was willst du von mir? Ich habe doch gerade gesagt, ich rede mit der Community. Okay, hier ist doch niemand, oder? Ah! Ey, Denergy! Giannis, was machst du denn hier? Ich bin hergekommen, um meinen Bruder zu befreien. Das lass dich bitte nicht gefangen nehmen. Du sollst jetzt hier weggehen. Ey, Denergy, wir hatten schon mal diese Diskussion. Warum? Was machst du hier? Bro, mein Bro hat Geburtstag und ich will ihm helfen. Alter, ich weiß, dass er Geburtstag ist. Ich habe ihm doch schon einen Geburtstagssong gesungen. Ach, du hast ihm was vorgesungen? Ja. Hilfe! Was ist los? Ich ertrinke. Was? Bro, er ertrinkt! Wirklich jetzt? Ich bin hier runtergefallen. Nein. Er hat aufgebaut. Selber schuld. Ey, du musst ihn retten, Bro. Ich hab keine Milch. Ich hab mich. Hast du die Kuh getötet? Nein. Aha, bist du wieder danke. Da? Ja. Ey, Denergy. Ja. Die Regel besagt, wenn er aus dem Gefängnis... das zubauen? Wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, wird er gebannt, richtig? Guck mal, ganz kurz nur mal das zu bestätigen. Ich wollte hier nicht fliehen, ich wollte nur gucken, ob ich mich rausbauen kann. Also ich habe noch keine neue Regel gebrochen. Ich bin wieder so, ich habe sogar gesagt, guck mal, ey, ihr versteht das, glaube ich, nicht, ne? Ihr glaubt, ich setze diese Regeln auf. Aber wenn man nicht mitmacht, okay, und wenn man einfach macht, was man will, dann na klar, Alter, wird man gebannt. Aber Sue ist ja jetzt schon seit 3 Tagen hier drin. Wahrscheinlich wird er jetzt nicht gebannt, aber er muss trotzdem im Knast bleiben. Weil er hat mich getötet, einen Beamten angegriffen, okay, und sein Haus nicht repariert. Aber das werden wir heute alles machen. Okay, Beamten aber angegriffen? Wer macht diese Regeln? Ja. Ihr macht die mit dem Bürgermeister zusammen. Habt ihr eine geheime Discord-Gruppe? Habt ihr eine geheime WhatsApp-Gruppe? Wir haben alles geklärt, ja. Wo befinden sich diese Regeln? Die Regeln befinden sich hier zum Beispiel. Lies mal. Schmeiß ins Feuer. Nein, warte, hier steht die 5 Gesetze der Pauberger Insel. 1. Wenn Stu in dem Gefängnis kommt, dadurch, dass er Geburtstag hat, hat er die Freiheitsberechtigung. Wenn sein Bruder 10 Dias zeigt, kommt man sofort raus. Hä, Bro? Das ist doch perfekt. Kann ich bitte das Buch nochmal haben? Ich muss es kurz oder hier, lesen. Regel Nummer 2. Denergy und alle anderen Polizisten sind Vögel? Ja! Und Regel Nummer 3, auch sehr lustig. Energy ist ein Verräter. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Erklär mir du das. Du warst wie ein Bruder. Doch jetzt hol ich dein Herz, Alter, wenn du weiter so redest. Junge, das Einzige, was du holst, ist Kopfschmerzen, wenn wir gleich gegeneinander kämpfen. Ey, warte mal kurz, ja? Was? Ich sehe da was. Du hast dich gerade selber verraten, Kianis, ne? Oh mein Gott. Wie? Oh mein Gott. Lass dich gerne in Ruhe, Junge. Guck, ey, Sue, du hast keine Ahnung, ne? Womit hab ich keine Ahnung? Dein Bruder ist wahrscheinlich nicht so der du glaubst, dass er ist. Wer ist das dann? Ist das meine Schwester? Es gibt seit Tagen... Hä? Wie deine Schwester? Es gibt seit Tagen Leute, die auf der Insel Leute bedrohen, okay? Und mich bedrohen, dass sie mich töten wollen. Und jedes Mal kam eine Nachricht am Ende mit einem N. Und guck dir jetzt sein Schild an. Ja, aber ganz kurz, abgesehen davon, denkst du nicht, warum man dich umbringen will? Denkst du nicht, warum? Oh mein Gott. Denkst du nicht, warum man dich hier vom Thron schmeißen will, seitdem du Polizist geworden bist? Hast du gefühlt hier die meiste Macht? Ganz großen Fehler gemacht. Du hast mehr Macht als der Bürgermeister. Hör mir zu. Dein Urteil ist gefallen worden. Du hast dich nicht mit der Rebellion angelegt. Du hast dich nicht mit der YouTuber-Insel angelegt. Du hast dich mit dem Clan Nemesis angelegt. Nemesis? Und weißt du, was das bedeutet? Was ist das denn? Du hast nicht mal viel Zeit. Noch paar Tage und dann ist dein Untergang. Was soll das denn heißen, Alter? Mehr sage ich nicht. Du lässt ihn ja jetzt drin. Was? Du lässt ihn jetzt da drin, Kianis. Hör zu, wenn es heißt, dass er gebannt und dann er... Hä? Hey, Stu! Ich komm hier gar nicht raus. Pass auf, du stirbst da unten, ne? Diese Fische töten dich.
Ich weiß, die machen Damage. Du hast ja unterirdisch auch alles zugebaut. Warum sorgst du dich um meinen Bruder? Der Typ ist krank. Da ich meine Gefangenen behandle als meine Gefangenen. Meine Gefangenen muss gut gehen, ja? Zugebaut. Ey, Denergy, hör zu. So, ich hole mir jetzt meine Milch, bin gleich wieder da. Deine Milch ist tot, die hab ich gekillt. Ich komme hier nicht raus. Du hast sie gekillt? Natürlich habe ich deine Kuh gekillt, die Kuh macht Müh. Alter. Digga, du willst drauf anlegen, ne? Hör auf damit, Alter! Ich was war das für ein Hit? Gold ab für Waste, Leute. Warum hast du meine Kuh getötet? Deine Mu hab ich gekillt, weil sie eine Kuh ist, Mann! Okay. Nimm das zurück. Bro. Alter, du gehörst zu Nemesis, ich wusste, dass irgendwas mit dir damit verbunden ist, Alter. Nein, mein Elch! Was war das? Nein, mein Elch! Bro, was war das denn? Ich hab richtig Angst bekommen. Mein Elch wird sterben. Dein Elch? Nein, ich wollte einfach nur hoch, dass ich auf ihn raufreiten kann. Bro, wir hören hier dein Elch, Digga. Der ist richtig laut. Der wird sterben. Okay, warte. Komm hoch, Sue. Mein Elch! Ich hab dir Wasser gegeben. Mein Elch. Kommst du hoch, geht das? Ich muss mein Elch retten. Hol dein Elch da raus. Nein. Jetzt hab ich ihn. Da, wo ich ihn haben will. Wo bist du, Denergy? Wo bist du hin? Also. Denergy. Ja, Kianis. Wir klären das hier und jetzt. Wir klären das hier und jetzt. Du lässt meinen Bruder frei? Als Polizeibeamter? Du gehörst zu Nemesis, Alter. Glaubst du, ich gebe jetzt den bösen Leuten... Also du bist der wahre Böse. Das Ding ist, Ich bin der wahre Böse. Wir verurteilen die, die hier für Unrecht sorgen. Und dazu gehört ihr. Dazu gehört ein Crimex. Dazu gehörst du. Und dazu gehört dein scheiß Chicken-Freund Ente. Nimm das zurück mit dem Chicken-Freund, Alter. Ich nehme gar nichts zurück. Das Einzige, was ich zurücknehme, ist, dass ich dich nicht heute fertig mache. Das Ding ist der, Giannis. Was? Du denkst, okay, es kann sein, dass Sue vielleicht unschuldig ist, ja? Aber du bist auf jeden Fall nicht unschuldig, Alter. Du solltest lieber in dem Knast stecken. Okay, aber wenn du schon sagst, dass Sue... Und dafür sorge ich, Alter. Wenn du schon sagst, dass Sue unschuldig ist, dann lass sie doch raus! Du hast mein Elch auf dem Gewissen. Was? Alles wegen dir. Das stimmt nicht. Du hast selber Schuld, wenn dich da rausbaust. Guck mal, wie mein Elch auf dem Boden liegt. Oh mein Gott. Der ist ertrunken. Denergy, das ist eure Polizei. Mein Elch. Also, dafür kann ich nichts. Er hat sich selber rausgebaut. Also, selber Schuld. Das seid ihr. Verschwunden. Das seid ihr, ja? Tipp in den Chat. Obwohl ich echt sagen muss, Denergy ist an sich eigentlich ein sehr, sehr korrekter. Wahrscheinlich darfst du das alles nur nicht tun, weil Alter, du den Regeln befolgen musst. Alter, wir waren Brüder, Alter, und jetzt zerstört ihr unsere Freundschaft. Aber gerade auch deshalb, weil wir Bros sind und so viele Songs zusammen haben. Weiß das, Ebelzahntiger. Hä? Fress ihn auf. Alter, niemals. Ey, Sue. Was wäre... Okay, ich frag mal anders. Wie kann er denn überhaupt da raus? Also, es gibt jetzt ein, zwei Optionen, die ich habe. Okay, Sue, hörst du mir zu? Ich höre dir zu. Guck mal, da ja ich jetzt gemerkt habe, dass Kianis eigentlich zu den Bösen gehört, müsste Kianis eigentlich reingehen in den Knast. Dafür kümmere mich aber die nächsten Tage. Sue, du darfst heute mir helfen, dein Haus nochmal schöner zu bauen und diesen Knast hier zu bauen. Und dann rede ich nochmal mit Max und dann kann es sein, dass du in den nächsten Tagen rauskommst. Bro, das lässt dir doch nicht gefallen, dass du hier seinen Hofnamen machst. Du bist auf jeden Fall kein Hauptmann. Was haltet ihr davon? Ich sag von einem Tausch. Jemand schreibt hier in den Chat. Kianis in den Knast, Sue dafür raus. Was? Als ob ich meinen eigenen Bruder hier reinstecke, dass ich hier selber rauskomme. Ich würde lieber hier komplett elendig hier verrecken, als dass ich meinen eigenen Bruder hier reinlasse in diese komische Ich würde dir sogar sagen, elendige, guck mal, pack mich. Ich sag das Wort lieber nicht. Pack mich gerne in ein Gefängnis, aber dafür seine Strafzeit verkürzt. Nein. Bro. Okay. Auf gar keinen Fall, Kian. Das ist Bro. Lass das nicht zu. Digga, du musst raus, Mann. Du hast Bro, ja, ich komm Geburtstag. Schon irgendwie raus. Ich rede schon mit den anderen noch. Alles okay, gut. Okay, dann hier rein bitte mit dir. Nein, Kian, mach das nicht. Bro, ja, wenn du einmal dran... Guck mal, hör mir zu, wenn du einmal rein... Die wollen ich das doch, Bro. Ich mal kurz diskutieren. Kian, hör mir jetzt genau zu. Das ist genau das, was sie doch wollen. Die wollen... Guck mal, es gibt gerade diese drei Parteien, okay? Zwei Parteien sind ja quasi gegen Denergys ganze Truppe. Und wenn die einen von euch fangen, dann bist du erstmal am Arsch und kannst nicht mal rauskommen. Da musst du auch auf diese Gesetze achten. Ich fühle... Mach das doch anders. Versuch doch, die gefangen zu nehmen, Bro. Und dann müssen die auf eure Regeln achten. Bro, ich fühle... Das Ding ist, ich komme so oder so raus.
Bro. Nein, Kian. Vertrau mir, mach das nicht. Mit unserem Clan ist nicht zu spaßen. Vertrau du mir. Nein, Kian, vertrau mir. Okay. Okay. Wenn du das sagst. Mach das nicht. Okay. Aber was sollen wir jetzt gegen diesen Clown tun, Mann? Geht anscheinend nicht. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich zieh das noch bis Montag durch, wenn überhaupt. Also wenn heute jetzt nichts passiert, so, dann zieh ich das jetzt bis, weil morgen kann ich wahrscheinlich eh nicht online kommen. Aber also die schauen okay, dann einfach, was Montag passiert. Aus? Ich lehne ab. Du lehnst ab? Für deinen Bruder gehst du nicht in den Knast? Für meinen Bruder würde ich in den Tod gehen, Digga. Aber er hat mir eine sehr, sehr gute Erklärung geliefert, warum ich das nicht tun sollte. Ja, du bist ein Lügner! Ey! Und du willst eigentlich nur... Warte ja. Mal kurz, hast du gerade einen Beamten angegriffen? Erstens heißt das Widerstand gegen einen Verstärkungsbeamten. Und zweiter Punkt ist... Ja, habe ich. Okay. Janis, weißt du, deine Liste erweitert sich gerade einfach nur. Schreib sie auf. Schreib alle Straftaten, geht die du nicht. Von mir kennst, schreib sie auf. Ja, ich weiß jetzt ganz genau, euch angucken. Wer... Ihr habt sogar meinen Säbelzahntiger gefangen genommen. Gefangener Nummer 1. Stehen, ruhig bleiben. So. Okay, Officer Energy, sorry. Also. Ich habe jetzt hier eine... Option zu, okay? Wie du deine Strafzeit sozusagen gering reduzieren kannst, Bro. Kann ich nicht gehen, Leute, ich darf nicht. Also, du kommst jetzt mit mir raus, Sue. Und baust dein Haus nochmal ein bisschen schöner, ja? Mehr möchte ich nicht. Was heißt hier sein Haus? Welches Haus? Sein Haus, das er einfach mit Lava... Wen juckt überhaupt noch mein Haus, Alter? Wir waren damals bei den Zeitwächtern, wen juckt das überhaupt? Du kommst ja jetzt raus und dann bauen wir zusammen dein Haus da, okay? Dann hilfst du mir hier, dieses Alpha-Trass fertig zu bauen. Und dann sind wir gut durch, okay? Okay? Kannst du mich noch ganz kurz mit meinem Bro allein lassen? Ganz kurz nur, bitte. Ich muss mit ihm reden. Ich hab ein paar Fragen. Bitte. Sue, bitte hör mir zu. Bro, hallo. Ja, sorry, ich war gerade gemutet. Ganz kurz nur. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dich jetzt rauszuholen. Habe ich das richtig verstanden? Ich komme ja anscheinend hier raus. Die das einzige, ist, die einzige, komme ich halt legal raus, genau, ohne dass ich eine Strafe. Das heißt, die einzige legale Möglichkeit, dich rauszubringen, muss von den Polizisten selber kommen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Wasser use, Milch use, abbaue und so, ist das alles, kannst du gebannt werden, richtig? Kian, ich habe eine Idee. Was? Komm mal in eine Gruppe. Ja, Bro. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream sagen soll, weil es kann sein, dass er das hört. Okay, wie sollen wir das sonst machen? Die einzige logische Möglichkeit, was ich hier gerade an der ganzen Geschichte sehe, wie wir legal rauskommen, dass ihr es schafft, einen von denen gefangen zu nehmen, der hier das Sagen hat. Also iCrimex wird schwierig, das kriegt ihr nicht hin, wegen Tridan. Er wird aufpassen auf iCrimex. Aber wenn ihr es schafft, diese Bauern, in dem Fall Denergy. Denergy und Ente. Die Bauern auf dem Schachfeld, meine ich natürlich, ja? Ich wollte hier keine Bauern beleidigen, falls so, Bauern zugucken. Ich verstehe. Ich meine natürlich die Bauern auf dem Schachfeld, in dem Fall Denergy und. Ach, jetzt wird er nerven. Aber ich glaube, du weißt doch, was ich hinaus will. Ich hab verstanden. Ihr müsst. Sue, ich bin draußen. Ich bin raus, ich hab verstanden. Also, dass die Idee mit Zeit absetzen ist gut, hast du recht. Ja, was? Ich hab eine andere Idee, Sue, hörst du mich? Ja. Was, wenn du doch nicht zur Rebellion gehörst und aber zum Nemesis-Clan gehörst anscheinend, hä? Was, wenn die... Egal sein. Es geht nein. Gerade darum, dass Nemesis du mich einfach unnötig hier drin hast. Alter, die Nemesis sind Räuber und Diebe, Alter. Die Leute töten nur wollen. Du machst einfach korrupt. Ich sag dir, du bist kein guter töten. Polizist, Alter. Energy, du bist ein böser Mann. Wiederhol das bitte nochmal. Was sind wir? Nemesis-Leute sind Leute, die nur töten wollen, Alter. Ihr habt keine Zukunft. Also ich habe da letztens so ein Video gesehen. Da war so ein gewisser Odoman hier im Gefängnis dort oben. Und der Arme sollte irgendwie erstmal ein Bett anklicken. Hat da so sein Bett angeklickt und wurde von höchstpersönlich Energy-Offizier von der Milchbubi-Bande viermal hintereinander gekillt. Und jetzt erklär mir, wer von uns ist böse und wer von uns killt? Kianis, er ist hundertprozentig einer von der Rebellion. Das ist komplett egal, ob er jetzt stirbt oder nicht. Bei Odoman ist es wirklich komplett egal, Alter. Verstehst du es nicht? Dann erklär mir, warum du meinen Bruder hier reingesteckt hast. Weil jetzt er verdächtigt wird, dass er auch zum Nemesis-Clan gehört. Bro. Das ist alles deine Schuld, Kianis. Mein Bro gehört nicht zum Nemesis-Clan. Im Nemesis-Clan sind nicht viele. Also, raus hier. Endlich. Aua. Ja, Mann, verbrennen. Jetzt habe ich keine Milch mehr. Hast du noch Milch? Du hast meine Kuh getötet, Alter. Es tut mir leid, ich wusste nicht, dass du... Ja, wir können ihn nicht mehr rausholen.
Hast du, wo ist deine Milch? Kann es mal einer bitte schaffen, einmal richtig Milch zu trinken, oh. Leute? Ich geh Milch holen. Ey. Du bist dieser Magma-Typ, dieser Böse. Ey, Akaino. Warum ist hier alles hier mit Magma? Ich sag Akaino, ja? Hier. Nimm deine Milch, trink deine Milch. Ist das frische Milch oder ist es abgelaufene Milch? Für dich ist es auf jeden Fall abgelaufene Milch. Komm da raus jetzt. Komm da raus. Ja, kann, wie er, denn? Kann er doch nicht! So. Nimm deinen Tiger mit. Einmal bitte mitkommen. Kian ist Abstand. Abstand haben. Ich warte einmal für alle Fälle. Nein. Hier. Danke. Komm weiter. Nach rechts. So. Nach links. Und oh, ich darf kurz endlich hier mal wieder raus. Frische einmal Luft. Kurz, Alter, atmen. Ich kann endlich wieder den Shader anmachen. Sogar der Regen, Alter, wie dieser Regen sich gut anfühlt. Lass mich kurz den Shader anmachen. Kurz duschen. Oh mein Gott, Alter. Guck mal, wie episch das aussieht. So fühlt sich Freiheit an. Also, wir fahren jetzt zu deinem Haus. Wir bauen Kianis. Ich möchte deinem Bruder nichts Schlechtes, ja? Aber er baut jetzt sein Haus. Und wenn er damit fertig ist, wird er wieder zurück in den Knast kommen. Verstehst du das? Aber Denergy, irgendwie müsstest du... Ich hab dir das gesagt, was du machen kannst. Ja. Ich danke dir. Du kannst natürlich machen, was du willst. Darf er wenigstens mitkommen, wenn er möchte, oder... Wenn er nichts anstellt, dann ja. Okay, ich beobachte. Lass das so durchziehen, weil sonst werde ich wieder irgendwelche Regeln brechen und das möchte ich nicht. Okay. Ich habe verstanden. Leute, ihr habt's gehört, ich kann einfach nicht. Und deswegen werde ich heute nicht so gemein sein, aber du kommst jetzt trotzdem mit. Achso, das heißt, hätte ich jetzt nicht Geburtstag und wäre ich jetzt nicht im Stream, dann hätte ich wieder kein Video, weil ich wahrscheinlich dann nur im Gefängnis mein Video machen müsste. Ja, also, hast du eine Spitzhacke? Ich habe eine Spitzhacke. Und bau erstmal hier alle Cobblestones bitte ab. Bro, Sue, das hast du doch nicht gefallen. Ich brauche Milch. Sue, du machst doch hier keine Drecksarbeit. Hast du noch deine saure Milch? Kianis, kannst du bitte aufhören? Das ist sein Job. Bro, bitte. Du kannst doch nicht meinen Bruder da hier... Bro. Nein. Alles wird gut, Sebitzer und Tiger. Sue, bitte. Ich passe auf dich auf. Hast du noch Milch? Ich habe Milch. Gib ihm bitte Milch. Danke für die Milch. So. Okay, einmal hier das hier abbauen, Bro. Mit einer Axt. So, abbauen bitte, genau. Bitte repariere dein Haus da an der rechten Seite. Ja. Jawohl, Officer. Sehr gut. Okay, Officer. So, haben wir noch Fackeln Officer hier? Ey, Sue. Ja. Shift. Was ist, wenn ich Denergy herausfordere? Ja, und dann? Trotzdem einfach, dass er ein bisschen... Du musst das mit deiner Truppe machen. Bisschen büßt. Oben ist noch ein Loch. Oben einmal hochgehen und einmal zumachen bitte. Hier rein. Freunde, ich kann einfach nichts machen, Digga. Ich kann nichts tun. Wisst ihr, das ist das Problem. Ihr seht doch, Sue sagt auch die ganze Zeit, ich werde gebannt. Okay. Also, kannst du hier noch dein Haus ein bisschen verschönern? Kannst du vielleicht hier noch ein bisschen was machen jetzt, Ju? Komm mal mit, Kianis. Also, Kianis. Ja. Warum gehörst du zu Nemesis? Wer gehört zu Nemesis? Sag es mir. Du willst Informationen? Ich will Informationen jetzt sofort. Ich verspreche dir, früher oder später wirst du ganz, ganz viel Informationen bekommen. Du sagst es mir jetzt. Du wirst mittendrin dabei sein. Was heißt mittendrin? Du wirst es selber verspüren. Bro, das Ding ist, du denkst, der Clan Nemesis ist sowas wie ihr bei der Polizei. Oder wie was bei der Rebellion. Und ihr werdet in den Knast kommen, alle von euch, egal wie viel ihr seid. Dann klären wir das jetzt, Junge! Hey! Hör auf damit! Dann komm, wir klären das jetzt! Wenn du sagst, wir werden alle sterben. Warum greifst du mich einfach an, Alter? Weil du gesagt hast, wir werden alle sterben! Keine Chance, Alter. Du hast keine Chance. Hör auf damit, Mann! Jetzt reicht's, Alter, wirklich!
Ey, ich sterbe gleich! Hör auf damit! Hör zu. Ich gebe dir eine letzte Chance. Ich werde jetzt verschwinden, Stu, okay? Eine letzte Chance. Bist du sicher? Hör zu, ich gehe jetzt. Ich bringe deinen Bruder um, wenn du weiter so machst. Okay, ich gehe weg, ich gehe weg. Hör zu, Stu. Es wurde schon jetzt besiegt. Die Nemesis weiß Bescheid über Denergy. Du weißt, was du jetzt machen musst, ne? Ich muss gar nichts machen. Denergy Nemesis wird dich holen, mehr sage ich nicht. Weißt du was? Du hast dich heute dafür bewiesen, Alter, dass du zu denen gehörst. Zu N. Und jetzt weiß ich auch den Namen. Du hast deinen größten Fehler heute gemacht. Komm mal mit, Denergy, komm mal mit. Nein, ich werde jetzt nicht mitkommen. Guck mal, was hier steht. Weißt du, was meine Rolle ist? Weißt du, was meine Rolle ist? Was? Ich bin der Urteilsbringer. Ich komme, ich schaue und die Leute, so wie du, die weit weg von der Fläche sind, die hole ich mir. Ist das so? Ja. Und weißt du, was ich bin? Ich bin der Schlafenbringer und ich bring dich bald schlafen, verstehst du das? Hab ich gerade gesehen, wie du mich schlafen gebracht hast. Ja, ich hab dich nicht angegriffen, weil ich hab das alles auf Aufnahme jetzt. Und zwar hab ich jetzt noch, wie du einen Beamten angegriffen hast. Ah. Du hast dir über irgendeinen Clan erzählt, den man nicht haben darf. Ah. Du wirst in den Knast kommen. Und das lebenslänglich, Alter. Du kommst gar nicht mehr raus. Ist erstmal eine Runde Pölle. Warte ab, bis ich hier rauskomme, Alter. Gucken so. Stu, du bist ganz ruhig jetzt. Ja, okay. Ich bin mega sauer jetzt, Alter. Also, Stu, ich verabschiede mich. Wenn du was brauchst, du schreibst mir, okay? Mir egal, was du noch tust, du bist jetzt schon auf lebenslänglich. Pass bitte auf dich auf, okay? Okay. Ey, Denergy, ich geb dir noch ein paar Tage. Checkst du das? Ey, gib dir noch ein paar Tage. Und dann wird mein weißer Säbelzahntiger dich aufessen. Denergy! Denergy! Holy Bam! Du hast einen Mann in seinen Rücken gestochen. Denergy, ein paar Tage. Hast du gehört? Ein paar Tage. Das ist ein böser Mensch, Mann. Man darf ihn angreifen, egal wann wie. Du bist ein böser Mensch, seitdem du Polizist geworden bist. Er ist ein böser Mensch, Mann. Ich bin ein Polizist. Wo ist der böser Mensch, Digga? Denergy, ein paar Tage.